Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu dem einzigen Video aus unserem Urlaub, nämlich zum Pizza Kocht Reel. Nee, ja, sehr cool. Nee. Selbst ja, Emma, und Emma. Emma hat geklatscht. Hey, jetzt nicht. Woo! Ja, genau. Und die restliche Kamera auf. Ja, okay, jetzt machen wir los. Ja, also, hier aufgrund des Timings nehmen wir das React halt hier aus dem Urlaub aus Holland auf. Nachmittags. Falls das qualitativ jetzt nicht ganz mit unseren sonst natürlich qualitativ hochwertigen Reacts mithalten kann, bitte entschuldigt das. Das finden die alle besser. Ich finde ja, genau. Das kann doch nicht mit ganz mithalten. Peters T-Shirt ist in der Sonne ausgebleicht, deswegen ist das grau geworden. Heute grau. Das zählt als schwarz. Ich bin im Urlaub, da muss ich keine schwarze Hose. Vielleicht kann er die Farben so anpassen, dass das schwarz ist. Vielleicht sollten wir das sofort während des Videos unter. Ja, aber du hast ja noch nicht gestartet. Okay, wir starten. Okay, los geht's. Wir denn? Also wir gucken Jays Lieblingsgericht, Pizza mit Koch Gyros. Ah, das ist gut. Lecker. Das geht ab. Ja, ich sehe nur deinen Hinterkopf. Warte, du mir. Warte. Alter, das ist 001. Wir haben ja doch ein Intro. Nee, jetzt nicht. Wieder richtig rumsauen, denn es ist Zeit für eine neue Folge von Pizza mit Koch. Wir kochen heute mein Lieblingsrezept. Gyros. Endlich mal. Mit Kartoffeln. Easy, schnell und sehr, sehr lecker. Was brauchen wir? Geile Kartoffeln und Salz und Pfeffer und Creme Fraiche. Ja, guck mal. Und mit Texas Weinbrand. Aber das ist auch Fetten. Du bist ja endlich mal drin. Champignons. Der hält ja auch alle Sachen in die Kamera. Der Schnittlauch hier. Gewürze, und Zwiebeln, ja? Aber bevor ich alle Zutaten und so rausholen, muss dafür erstmal was mariniert werden, nämlich Fleisch. Mit Gyros-Gewürz. Hast du es absichtlich sein gelassen? Also muss mir Gyros-Gewürz selber machen. Und die... Warte, du machst das Gyros-Gewürz selber? Ja, aber bitte der Schnitt, Alter. Aber kannst du mal kurz von dem Fernsehding da das Fernsehteil lauter machen? Noch lauter? Im Fernsehding das Fernsehteil... Ah. Ah, Jay, mach mal wieder auf 200. Also, das habe ich nicht absichtlich gemacht. Aber das war ja ein Rezept aus so vielen unterschiedlichen Schritten und ich musste mit dem Gyros-Gewürz anfangen. Hast du die Zutaten absichtlich nicht vorgelegt? Weil wir sollten ja das Gyros-Gewürz kaufen, das habe ich aber auch nicht gemacht. Ja, das Problem ist, gab es bei Rewe nicht, also habe ich das selber gemacht. Genau, das gab es bei Rewe nicht. Ah ja, Frage bitte bei Rewe. Ah ja. Nee, bei Pizza-Service gab es kein Gyros-Gewürz. Gab es nicht, ich war bei Rewe. Aber ist doch okay, selber machen ist doch geil eigentlich. Nee, war nicht geil. Gyros-Gewürz, ihr habt nicht abgewichen von meinem Rezept. Geiler im Sinne von... Ja, stimmt, Emma, ja. Das ist ein freches Emma. Emma, das war ein schlechtes Timing. Ja. Sehr gut. Emma. Nein, nicht gut. Ja. Sehr gut. Nein, aus. Scheiße, wo ist da? Was ich jetzt hier bei Chefkoch herausgefunden habe, ist im Gyros-Gewürz einfach alles drin. Da sind noch mehr. Ein Teelöffel Korianderpulver. Ein Teelöffel Pfeffer. Ein Teelöffel Thymian. In deinem Gyros ein Teelöffel Chiliflocken. Ein bisschen Kreuzkümmel. Oh. Kein ganzer Teelöffel. Uah. Okay. Majoran, Oregano, Paprikapulver, Zwiebelpulver, davon aber wieder nicht so viel. Ein bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Zimt. Klar. Zimt? Und Salz. Das reicht locker, Anni, oder? Locker. Okay, das passt. Als allererstes fangen wir damit an, das Schweineschneizel schön klein in Stückchen zu schneiden und damit Öl und Gewürzen einzureiben. So richtig so. Stellt euch vor, euer Freund, Freundin, Lebenspartner, wer auch immer liegt so unter euch, ja, und ihr nehmt so eine richtig geile Handvoll Kokosnussöl und reibt die Brust damit ein. Genau das werden wir mit dem Schweineschnitzel machen. Fleisch erinnert mich schon wieder daran, dass mein Messer nicht scharf ist. Da beschwere ich mich jedes Mal drüber. Dann schärfe ich das, benutze das die ganze Woche und dann ist das frisch zu Pizza mit Koch wieder stumpf. Schnitzel aus der Oberschale, wo auch immer das ist. Nein, nein, nein. Das ist quasi Arsch. Ah. Oberschale? Ja. Ah, du hast Arsch gesagt. Es gibt auch noch die Unterschale. Was ist das? Anus? Peter, was hast du davon ist auf jeden Fall fettiger. Ist das ja, keine Ahnung, das ist ein Unterhaut. Ja, Quatsch. Ja. 1:1. Nein, 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 nein. Das ist schon so ein bisschen wie Babysitten rot hier. Ja. Man muss hier die ganze Zeit ein Auge auch auf das kleine Baby haben hier. Zwei unterschiedliche Schnitzel. Wir haben einmal das Bio-Schnitzel von Edeka, ja, 100 von Rewe. Voll krass unterschiedlich. Bei Schnitzel erwarte ich mageres Fleisch. Da erwarte ich eher sowas als sowas. Ich weiß aber, dass wir einige Metzger/Fleischer auch unter unseren Zuschauern haben. Welches würdet ihr sagen, ist das bessere Fleisch? Eigentlich ist das ein Thermomix-Rezept. Ich habe das jetzt den Jungs niedergeschrieben selber und hoffe, dass die dann checken, was ich da geschrieben habe. Kackrezept. Okay. So, dann nehmt ihr das Öl
Das ist halt so richtig drüber. Kann schon richtig geil sein. Da können die Gewürze mit rein. Ich nehme tatsächlich einen kleinen Tick Muskatnuss. Ja, und jetzt ab mit der Hand da rein. Muskatnuss? Der kann man halt auch noch geil, ziehen. Geil, Alter. Aber wenn du kein Gewürz hattest, was hast du da noch reingetan? Ach, ich hatte noch andere Gewürze, die habe ich zusammengemischt. Ah, okay. Plus dann halt einen Tick Muskatnuss. Okay. Ich kann nicht gerade einen Haken haben. Man sieht richtig, wie die Säfte fließen. Pop! Hey, guck mal, weil ich gesagt habe, hey, ich mache Gyros, war natürlich sofort dran. Ich schneide ihnen das sofort. Ich sage, nee, bitte nicht. Das kann ich besser. Weiß nicht, das musst du, glaube ich, schon ganz gut ölen. Das letzte Mal, dass ich in Griechenland war, war in Athen. Wollten wir richtig geil Gyros essen gehen in Athen. Wo kann man wohl sonst Gyros essen gehen? Und haben uns dann in ein Restaurant gesetzt und dann saßen wir da schon. Die haben auch Tische zusammengeschoben und all so ein Kram. Und dann kamen schon die Getränke, dann haben wir die Karten auch vorher gekriegt, dann haben diese Karten geguckt und dann war ein fucking Fischrestaurant. Das war so unfassbar. Das ist aber tatsächlich in Griechenland super verbreitet, so ja. Fischrestaurant. Fisch also generell so Meeresfrüchte. Ja, okay, das ist ja ein Küstenshit generell. Aber das wusste keiner. Das ist so, wir das ist uns so, da nicht reingesetzt. Das ist so, wenn, wie wenn du in Deutschland keine Haxe oder so in einem Restaurant dann kriegst. Das wenn du als Ausländer dann... Darfst du auch nicht zum Asiaten gehen. Ja. In Deutschland gibt es voll Leute, die so keine Haxe kriegst. Ja, das gleiche dann wie in Griechenland. Ja. Kriegst nicht in dem Laden Gyros. Schade. Nämlich mit unserem Trick, den wir gelernt haben, ich lerne so viel bei Pizza mit Kocht. Einfach so einen Gefrierbeutel nehmen. Das wird Peter wahrscheinlich genauso machen wieder. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Vakuumierer geholt. Und das soll auch zum schnellen Vakuumieren genutzt werden können. Dazu gehört dieser Schlauch. Was? Achtung, der Schlauch darf nur mit dem Vakuumiersystem verwendet werden. Er darf nie an irgendeinem Körperteil angebracht werden. Wait, what? Geil, Alter. Erzeugt Unterdruck. Dadurch geht der ganze Scheiß ins Fleisch rein. Marinieren in 20 Minuten. Krass. Dadurch geht natürlich das schneller. Das ist ja mega, das ist ja geil. Hast halt die Keller ausgebaut? Krass, wie auch, wo der das alles lagert, ey. Ja, in Schrecken. Ein wie bei Bibi im Haus, weißt du? Ja. Nur ein Boss. Überall. Nicht stehen, da wird wahrscheinlich hier 13 stehen, aber. Oder 16. Ja, ist halt ein bisschen fettiger. Und der Sinn dahinter soll sein, dass hier quasi die Marinade durch den Unterextraktor fährt. Olivenöl einfach auch noch mit drauf. Das schadet ja definitiv nicht. Und dann fertig, müssen wir noch Gyros-Gewürz reinballern. Das marinierte Fleisch passt auch wunderbar zu Nudeln und Reispfanne. Wir machen Kartoffeln. Oh ja, nein, da ist Öl drin. Da sind schon... Oh Gott. Nudeln beste. Kartoffeln. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich glaube, der hat mehrere Stufen, die einfach durchgehen. Wie, du hast das Gerät kaputt gemacht? Nein, aber ich habe ja das Vakuum habe ich ja rausgenommen. Achso, das heißt, er müsste theoretisch jetzt... Cancel drücken und neu machen, oder? Wo ist denn Cancel? Achso, da. Ja, ich würde sagen, das geht jetzt ein paar Stunden in den Kühlschrank oder beziehungsweise einen Tag. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Nass geschwitzt, weil ich Formel 1 streame. Hahaha. Einige... Clever, dass du da Zwiebeln reingetan hast. Ja, ich dachte mir... Das stand aber so nicht im Rezept. Das stimmt. Was ist das denn hier? Ich hab mein eigenes Rezept modifiziert, ja. Hätte ich besser gefunden, tatsächlich. Scheiße. Geil wäre gewesen, wenn du von der einen... Ja, ich hab ja nie gesagt, dass ihr nicht euren Kopf mal einstellen sollt. Ich kann mich einstellen. Da steht extra, dass man das nicht tun soll. Da stand nicht, dass es extra nicht tun soll. Doch, da stand extra, wenn man das an einer anderen Stelle machen soll. Du hast sogar da reingeschrieben, Achtung, Kartoffeln schälen. Ja. Um Brambach zu fangen. Aber was? Das ist ja gar nicht wahr. Ich hab die Kartoffeln nicht geschält. Nein, aber mich! Ich habe das ganze Rezept durchgelesen und ganz am Ende steht Kartoffeln als Beilage servieren. Dann mach ich nope. Dann brauch ich's nicht. Aber mich judge. Da stand, ich weiß gar nicht mehr, weißt du, im Thermomix wird das alles gedampft. Weil du hast doch übereinander. Nee, du kochst das unten. Du dünnst das erstmal an. Die Kartoffeln unten und das Fleisch oben drüber oder so dann irgendwann. Du hast den. Die Champignons und die Paprika, die sind oben im Varoba. Die Kartoffeln sind in dieser in der Eimer drin und unten ist der Gyros drin. In der Eimer drin. Mach mal. Ich habe einmal. Sehen, was aufnimmt. Das ist halt nur von meinem Gesicht. Ich habe einmal bei dem Thermomix habe ich einmal falsch rumgedreht, so, dass er quasi dann eben die Stufe 2 oder sowas dann auf Schneiden war. Und dann hatte ich danach nur noch
Geil. Geil drin. Püree, Gyros-Püree, ja, ist auch lecker. Das war nicht so nice. Das ist einfach viel drin. Das ist ein richtig guter Shake. Guten Tag. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Nass geschwitzt, weil ich Formel 1 streame. Hahaha. Einige Stunden später. Bevor ihr anfangt, ganz wichtig, Kartoffeln schälen. Okay, machen wir das gleich erst. 400 Gramm Kartoffeln, ja? Ja, die ist allein schon 400 Gramm schwer, oder? Weil die ist 8 Gramm schwer, da kann man immer nicht schlucken. 8 Gramm. Boah, mein Gott, ich hätte einfach in dem Rezept 537 Gramm schreiben sollen. Ja, hätte ich gegeben. Ich Bram komplett fertig machen. Das ist mein Lieblings. Ja, mit Schale oder ohne? Ja, Peter, du hast voll den Zitterigen, richtig. Ja. Peter, Alter, schon so lange vorbei. Ich bin immer Sommer, Peter, immer ein Stück Bier. Das ist der scheiß Untergrund hier. Und damit meine ich meine Beine. Ich habe auch ausnahmsweise mal alles für mein Lieblingsrezept bekommen. Auf dem Boden. Vielleicht liest es auch daran, dass das mein Lieblingsrezept ist, weil das doch nicht so stressige Zutaten hat. Ich würde mal den mit Taxa probieren, ob der überhaupt mal gut ist. Boah. Den habe ich letztes Mal benutzt, als ich das Gyros für den Thermomix gemacht habe. Und ich glaube, das ist schon ein Dreivierteljahr oder ein Jahr her. Ich hatte keinen mit Taxa. Mit Taxa hat einfach nur nach Alkohol geschmeckt. Also dieser stechende Alkoholgeschmack, weißt du, so das mit Taxa. Geil. Kartoffel essen. Weißt du, was übrigens lustig ist? Genau das, dass Peter immer sich nach vorne beugen muss, um Pause zu drücken, wieder zurückgeht. Ja, das und das wieder nach vorne geht. Immer noch besser, als wenn er aufsteht. Bleib doch auf der Couch. Okay, jetzt hat Peter wieder zu sich. Auf der Couch. Funktioniert. Jetzt, gerne. Warum sagst du ihm das? Ich kann mich noch erinnern, boah, das war so toll. Da waren wir in einem Restaurant in Berlin und haben uns ein Steak bestellt. Dann kam halt der Typ und fragte, ob er denn das Fleisch dann für alle schneiden soll. Und dann haben wir gedacht, ja klar, ne, Fleisch geschnitten, brauchen wir das nicht machen. Der hat aber gefragt, ob der das so schneiden soll, damit wir das teilen können. Weil das so viel war, dass das nicht so eine Portion ist. Das hat aber keiner gecheckt. Wir haben uns alle so eine Riesenportion nice. Da haben wir da jeder, so, da haben wir jeder so ein 400 oder 500 Gramm Stück Steak gegessen. Das war so krass. Kann man so am Stück vielleicht. Soll ich ihn da schneiden? Ja, 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 mach mal. Okay, soll ich das auf die Teller verteilen? So, was? Was komplett verwirrt die Deutschen wieder. Wie Fleisch teilen. Salzen. Gönn, Junge! Was ist falsch mit dir, Junge? Guck mal, das ist eine Prise Salz! Wie eine Prise Salz! Da ist eine Prise Salz. Ich komm da ganz schön viel Salz. Bitte noch einmal kurz zurück. Du musst da viel Salz reinpacken. Ja, da musst du echt viel Salz reinpacken. Oh, Peter, Alter. Oh Gott! Peter, was machst du denn da? Peter zittrigen wieder. Hey, du musst da voll viel Salz reinmachen. Ja, aber das müssen wir doch mal sehen. Und haben dann alles aufgegessen. Salzen. Ajojoj, das ist ja eine Dreiviertelpackung. Quatsch! Du musst so viel Salz reintun, ja? Das ist halt nix! Doppelt bis dreifach so viel Salz. Da kannst du den Finger reinstecken, der ist halt gesalzener. Also es soll dem ja auch nahe kommen. Ich muss auch sagen, mein Verhalten in der Küche ist auch deutlich besser geworden. Also ich lege mein Messer häufiger mal weg. Der hat noch ein bisschen... Ich mod der Korb an. Da muss ich mal kurz gucken, ob die Kommentare da mit der Korb sind. Ich bin Vollidiot. Der merkt nichts. Ich hab noch eine ganze Zwiebel. Eine Knoblauchzehe. Ich bin der Zwei-Knoblauchzehen-Mann. Da war ganz ehrlich so, wie das ist, mehr Knoblauch geht eigentlich immer. Ohne Scheiß hier, der frische Knoblauch ist echt nicht schlecht, den zu nehmen. Also so richtig frischen Knoblauch, weil der hält halt richtig lange. Wenn er jetzt so aufgetrocknet ist, ist er so wie sonst immer, ne? Das ist halt echt... Du kannst halt frischen Knoblauch kaufen und du kannst so... Der ist ja dann schon in so einem Netz abgepackter Knoblauch. So, und du hast der frische Knoblauch, geht halt... Kannst du, wenn er frisch ist, schon benutzen und der ist cool. Und wenn du den frischen Knoblauch einfach irgendwie zwei Wochen dabei liegen lässt, dann ist der halt so, als wenn er gerade im Netz ist. Wer sagt denn, dass der frisch ist? Da steht frischer Knoblauch dran. Der hat dann auch noch so einen grünen Stängel. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist dann ein bisschen schwieriger zu pellen, aber der ist nice. Sind wir schon heiß? Wunderbar. Habe ich die Zwiebeln aber auch wieder fein geschnitten. Entschuldigen Sie, ich müsste hier einmal dran, bitte. Machen wir mal auf, wollen wir mal dran riechen. Ja. Oh mein Gott, es riecht wie Gyros. Oh krass.
ganz schön viel. Okay, da vielleicht, wenn ihr das nachkochen wollt, unbedingt drauf achten. Nehmt die größte Pfanne, die ihr habt, weil sonst könnte das echt platztechnisch problematisch werden. Hier noch das kleine Stück. Zwiebelknoblauch. Alter. Ich muss dazu etwas Paprika und Champignons hinzugeben. Okay, der zweite Fehler in diesem Rezept. Kommt die Paprika so da rein? Da steht nichts von Schneiden. Jetzt will ich selber denken. Chris, hast du recht? Ja, ist so. Zwei Paprika. Warum macht ihr das so falsch? Warum schneiden ihr die? Manchmal, jetzt hat zumindest jemand mal die Mühe gemacht, ja. James Bond 007 in folgenden Film: James Bond jagt Dr. Eieruhr. Wow. Liebesgrüße aus Gießen. Goldhärchen. Goldhärchen ist ja mega. Nice. Man salzt nur zwei. Im Geheimdienst ihrer Eieruhr. Leben und Lüvers. Die Eieruhr, die mich liebt. In haariger Mission. Uhrenpussy ist auch. Uhrenpussy ist nicht. Der Hauch des Sprachfehlers. Der Much stirbt nie. Alter, da gibt's so viele Tiere. Das ist ja awesome. Nein, stark. Mach da nur eine. Möchtest du zwei Paprika oder eine Paprika? Hasi. Hey. Auch gar nicht umdrehen. Weißt du, immer doofe Kommentare von denen machen, aber wenn du dich ansprichst, dann ist... Du hilfst mir ja. Auch ein richtig gutes Rezept einfach nur. Da muss ich auch mal den Jay loben. Also, ich lobe ihn ja nicht so häufig, ne? Aber heute... Wow! Ende. Nein. Paprika wollte das nicht. Nein. Da ist voll in die Pfanne getropft von mir. Ja, ich glaube, ich will es gar nicht zu lange anbraten, weil das ja noch so lange gekocht wird und sowas. Das wäre jetzt schön, die Paprika und die Champignons dazu tun. Ich glaube, es ist jetzt soweit matschig genug, dass ich da jetzt Flüssigkeit reinpacken kann. Fleischbrühe, das heißt hier vom Bissel. Da war ich sehr verwirrt. Ein Schüsselchen mit Weinbrand. Warum? Und Speisen. Weil da so viel Flüssigkeit war und da dachte ich schon wieder, Alter, Fleisch mit Flüssigkeit bitte nicht. Ich habe auch gedacht, das wird niemals was. Aber dafür ist die Speisestärke gut. Ja. Rühren und in die Pfanne geben. Vor allen Dingen sind doch jetzt die ganzen Gewürze, sind doch jetzt schon wieder von dem Fleisch abgezogen durch das Wasser. Die schwimmen doch jetzt einfach nur im Wasser. So, mit Taxa, komm zu. Wenn das... Shit. Schön auf direkt Platz. Reingebrannt. Nice. Und rennen mit dir. Ein Schüsselchen Tomatenmark und Creme Légère hinzugeben und dann 3 Minuten aufkochen lassen. Scheiße, mit Gartenkräutern. Fuck, ich hab den falschen genommen. Boah, ja, da geht auch. Jetzt hier. Bist du schwarze Nase? Eingemixt nochmal. Essen ist jetzt seit knapp 25 Minuten am Köcheln. Da ist noch Flüssigkeit drin, die gerne verkochen könnte. Auf der anderen Seite wird die Paprika schon wieder, also die kannst du schon wieder kaputt lutschen. Also zum Abnehmen ist das hier nicht, aber lecker ist es. Weißt du doch gar nicht, das hast du gar nicht probiert. Nimmst du schon auf? Ja. Okay. Oh, jetzt wow, wird wow. Hat sie vorher geschlagen oder was war das? Nimmst du schon auf? Ja. Meister. Schlag mich nicht nochmal. Stich mir die Pille ab. Was machst du denn da? Der Preis für doch einfach den Fall anrichten ist es halt nicht, aber darunter ist Kartoffel. Es ist viel zu heiß. Da! Es schmeckt auch sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht nächstes Mal anders machen würde, wären die Paprika. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen später reintun. Die hat halt nichts mehr. So mageres Fleisch wie Schweineschnitzel zu kochen, das wundert mich. Ich denke dann immer, so ein Fleisch wird zäh. Aber, was? Der Herd ist noch an. Der Herd ist noch an. Ist aber vertretbar. Bisschen scharf, aber ich habe das Fleisch auch selber mit einer eigenen Würze gemacht. Wie geil das zusammengeschnitten hat. Die hat es auch an, ist aber vertretbar. Weniger. Ich glaube, das Fleisch war zu lange drin. Es war lecker geworden, aber ist ein bisschen zäh. Doch, ich gebe 7,5 von 10 Sepiös. Die Beilage, Kartoffel, bremst dieses Gericht ein bisschen aus. Voll nicht. Punkte geben. Du möchtest Punkte geben? Ich spreche dir. Also, was möchtest du denn geben? Ich bin eher so bei 8,5 oder 9. Ich find's okay. 8,5 oder gute 9 Frau. Werden hier gegeben. Ja, du musst aber auch bedenken, dabei die haut gerade alles in sich rein. Ja. Sepp abends um 0 Uhr 30 angerufen und sagt, Schatz, Pommes jetzt. Ja, mit Rollmops. Und, keine Ahnung, Zwiebelmayonnaise. Nutella, lecker. Ja, geil. Und ein bisschen Marmelade. Den gebe ich nur 9 von 10. Wie bei Jurassic Park. Die Kartoffeln bremsen das ein bisschen aus, ey. Du kriegst nie mehr ein Lieblingsgericht von mir.
gibt ja nur eins. Oder hast du mehrere Lieblingsgerichte? Hä, als ob du nur ein Lieblingsgericht hast. Ist das nicht im Namen, da nur eins geben kann? Lieblingsgericht? Oder das Liebste Quatsch. Ist? Polygamie. Hey, okay. Den Kartoffeln. Ja, super lecker. Seid mich nicht überrascht, dass es lecker schmeckt, bekommt es von mir eine 9 von 10, okay. Weil ich finde, ich habe es wieder ganz gut gekocht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Fleischbrühe letztendlich nutzen können. 8 von 10, das ist sehr lecker. Da kriegt von mir eine 8 von 10, eine 8,5 von 10. Das finde ich stark. Ja, die auch macht Spaß ja. auf der Zunge. Ja, das ist voll die schwarze Nase. Markiert Jay und alle bei diesem leckeren Rezept. Und wenn ihr es auch geil fandet, dann lasst mich das gerne wissen. Like das Video, kauft unser Merch, werdet Abonnent auf pietz.de. Ja, wo ist die Nase denn schwarz? An der Seite, deinem Schatten. An der Seite. Nee. Musst du nochmal zurückgehen dann. Wenn er an der Seite ist. Wenn er nochmal zur Seite gucken sollte. An dem Nasenflügel. Genau. Danke, das ist die Sonne drauf. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder entweder zum React oder zum neuen Pizza Meat kocht. Jetzt haut rein und vergesst nicht, ja, kümmert euch um die Brustwarzen. Wie weit denn? Sehr weit. Gehen wir auch noch um die Leiste. Ja. Weiter. Das hat doch eine Zeit. Ja, ich weiß die Zeit nicht. Hast du die Schürze angehabt? Ja, Peter hat die Schürze angehabt. Ja, ich hatte die Schürze angehabt. Natürlich hatte ich die Schürze angehabt. Ja, dann reicht mir das. Gelogen. Okay. Aus Geliebten. Bis dann. War sehr lecker. Da war ich gut. Ja. Ja. Kann wir sollten öfter so Lieblingsgerichte machen, dann geben wir auch 5. Dann schmeckt das auch. Beim nächsten Mal dann aber so. Nur, wenn wir nicht Sebastians Zeug kochen. Eier mit Soße, wenn ich das schon höre. Wir haben für den Urlaub ein paar Sachen vorgekocht. Also wir können, ich glaube, nächste Woche wird dann ohne Rezept. Nee, das ist heute online gegangen dann, ne? Ja, heute ja. Müsst du. Nee, warte mal, ohne Rezept war das letzte. Nee, jetzt ist das. Heute jetzt ist Suppe. Heute ist Suppe. Ah, Lamen. Ramen. Lamen. Das war. Boah, was speziell. Was sagen denn sonst die Kommentare, Christian? Wir haben die ein bisschen in den letzten Reacts aus. Ja, wir sollen die aber erst am Ende lesen. Würde es gut finden, wenn die Jungs die Kochzeit am Ende mit angeben würden. Ja, ist tatsächlich eigentlich gar nicht so eine schlechte Anmerkung. Das muss ich dann nur behalten. Das sieht Andi ja an den Aufnahmen. Also für. Ja, nee. Ja. Also ich glaube, also sagen wir mal, dem, was bei heute online gegangen ist, dann habe ich nicht alles gefilmt. Und das war lange. Echt, das war lang? Ja, Hühner ja, war lang. Der Rahmen hat lange. Ach so, ja gut, das war den ganzen Tag. Keine Ahnung, wie lange. Okay, dann sagen wir es jetzt im React. Ich würde sagen, du brauchst für das Gyros-Zeug, du kannst auch Gyros direkt gekauft holen. Wenn das war's geht schnell. Dann bist du bei 45 bis einer Stunde fertig. Ja. Mit Kartoffelschälen und allem. Mit Marinieren dauert länger. Ja, ja, aber die Marinadezeit muss ja nicht. Das war aber auch nicht lang. Doch, die muss schon warten. Also ja, aber ich muss halt nicht daneben stehen und dem Fleisch damit zugucken. Die Arbeitszeit ist 30 Minuten. Ja. Hier wurde noch ein Pizza mit Koch Bingo vorgeschlagen, was wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist. Ne? Das könnt ihr ja spielen. Peter benennt ein Produkt falsch, Frau Eieruhr ist genervt, Jay mag ein Produkt nicht, Sepp trinkt, Bram sucht alternative Küchengeräte, Emma will essen, filmt Honey schon, der Wäscheständer ist im Bild. Ramsexuelles Outro ist das neunte. Oh. Da müsst ihr, glaube ich, viel trinken. Filmt Honey schon und das sexuelle Outro waren drin. Ich glaube, sonst war nichts drin. Peter hat ein Produkt, glaube ich, falsch gesagt. Weiß ich nicht, wo das herkommt. War nicht. Jay mag ein Produkt nicht, war, glaube ich, auch nicht. Okay. Sepp hat was getrunken? Nee, gab ja kein Trinken. Ja, doch, Metaxa. Hast du kein Metaxa getrunken? Nee, hab ich nicht. Bram sucht alternativ Küchengeräte, hatten wir heute auch nicht. Emma will essen, hatten wir heute. Ja, Emma ist halt bei dem Zwiebelding ausgelassen. Wow. Kannst du ein halber Shot. Das ist ja nicht mehr Texas sein, konnte ja auch anderen Weinbrand. Das stimmt. Hey, was ist das denn? Sind wir uns einig, dass das, was die da gekocht haben, kein Gyros ist? Seid ihr völlig behindert? Hä? Naja, das ist Gyros. Geschnetzelt ist auch komisch, es als Gyros zu bezeichnen. Ich würde sagen, das ist geschnetzeltes nach Gyros. Das stimmt. Ist Gyros Lamm? Nee. Nein, Kalb. Nee, stimmt, Schwein. Schwein? Stimmt, Gyros ist mein Schwein. Mein Gyros-Mann macht Schwein. Das echte Gyros. Aber dann ja, ist halt, Gyros ist ja auch das vom genau. Stab abgeschnittene. Das ist halt wirklich nach Gyros Schweine. Ja, aber das ist wieder Gyros. Je nachdem, wen du fragst. Okay. Ne? Der eine sagt, Oberschale ist korrekt, der andere sagt, das gibt sonst Schweinenacken. Schweinenacken ist schon okay. Du brauchst erstmal Drehspieß. Hab ich. Ja, ich bin enttäuscht, dass du das nicht natürlich geschnappelt hast. Ja, Peter, man muss natürlich im Drehspieß gemacht. Ja, da lohnt sich erst ab einer gewissen Menge Fleisch. Du hast doch 4 Stücke. Du hast auch so ein Döner-Ding oder was? Ja, da ist da ein Hähnchen mal drin gemacht. Ach, Leute, das ist auch ein Döner, okay. Ja. Alles klar. Okay, gib mir noch was. Nee. Mehr Kommentare. Zusammen heute zusammenfassen, aber. Okay, cool. Dann haben wir alles gesehen. Gut. Urlaub.
Urlaub! Woo! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.